herzlich willkommen zum FZI Open House. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass Sie sich heute Morgen alle zugeschaltet haben. Ich möchte all unsere Freunde, Partner und Förderer begrüßen und natürlich auch unsere Kolleginnen und Kollegen und Referentinnen und Referenten, die sich heute Morgen hier zugeschaltet haben, um einen Tag voller Innovation mitzuerleben. Dieses Mal in einem reinen Online-Format. Unser sechstes FZI Open House steht unter dem Motto Digitale Wegbereiter für krisenfeste und zukunftsoffene Strukturen. Und wie üblich haben wir ein sehr vielfältiges und spannendes Programm vorbereitet, das dieses Motto aus ganz unterschiedlichen Perspektiven betrachten will und nicht nur in den Transferforen Einblicke in unsere Projektarbeit bietet, sondern dieses Mal auch mit Workshops, Demos und unseren schon bekannten Expert-Talks auch im Online-Format die Möglichkeit zur Diskussion bietet. Ich habe mir überlegen, wie ich in diesen Tag einführen soll, so ein paar Gedanken gemacht und war dann immer wieder an dem Punkt, ob ich betonen sollte, dass wir uns heute im Gegensatz zum vergangenen Jahr nur im Online-Format treffen können, hatte mir ein paar Sprüche überlegt, dass Sie den Kaffee selber kochen müssen, aber bin dann schnell auf den Punkt gekommen, dass wir ja alle seit einem knappen Jahr schon diese Situation wie heute miterleben und dass es eigentlich für uns ganz normal geworden ist an einer solchen Veranstaltung. Nicht mehr persönlich, sondern eben über unseren Rechner teilzunehmen. Und auch das FZI ist seit Mitte März vergangenen Jahres ja als virtuelle Organisation unterwegs. Aber ich muss sagen, dass ich mit ein klein bisschen Stolz auch sagen kann, es funktioniert. Es funktioniert trotzdem. Wir wissen alle ziemlich genau, dass diese Einschränkungen von persönlichen Kontakten und persönlichen Treffen natürlich auch einen erheblichen Einfluss auf unsere Kreativität durch unsere Zusammenarbeit hat. Aber ich denke, dass man immer Mittel und Wege findet, seine Ziele trotzdem zu erreichen. Und ein wichtiger Punkt ist, dass man das einfach nur wollen muss. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass wir das in den letzten Monaten sehr gut geschafft haben. Obwohl natürlich für Forscherinnen und Forscher das kreative Miteinander ein unverzichtbares Mittel ist. Ich darf an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir heute bei unserem Open House natürlich auch nach Mitteln und Wegen gesucht haben, das Gewollte zu erreichen und auch den direkten Austausch und das direkte Gespräch zu ermöglichen, auch in diesem Online-Format. Und darf da auf unsere Videochat-Funktion, auf unser Matchmaking, so schön bezeichnet als unser Open House Tinder, und auch auf die verschiedenen Möglichkeiten, sich im direkten Austausch dann zurückzuziehen und in Zweiergesprächen sich entsprechend über bestimmte Themen zu unterhalten, hinweisen. Ich würde da gleich am Anschluss an unsere Keynote noch ein paar technische Hinweise zu geben. Und damit so ein Tag wie heute überhaupt stattfinden kann, ist sehr viel Arbeit nötig. Ich denke, das wissen Sie alle und dafür möchte ich meinen Kolleginnen und Kollegen sehr herzlich danken, dem Organisationsteam, stellvertretend dafür an dieser Stelle Frau Häs, Herrn Felsmann und Herrn Kleiner und natürlich auch all unseren Referentinnen und Referenten. Ohne euch gäbe es diese Veranstaltung nicht und ehrlich gesagt gäbe es dann nicht nur keinen Kaffee, sondern man würde auch vor dunklem Bildschirm sitzen. Ganz, ganz herzlichen Dank für das enorme Engagement, das dahinter steckt, dass wir diesen Tag heute so durchführen können. Ein weiteres Dankeschön möchte ich unserem Förderverein sagen, der sicherlich mit nicht unerheblichem Maße dazu beiträgt, dass wir so einen Tag überhaupt durchführen können. Auch hier allen Mitgliedern des Fördervereins ein ganz herzliches Dankeschön. Und auch danken möchte ich noch auch an dieser frühen Stelle schon unserem Technikteam von AV Data, die uns hier im Hintergrund dabei unterstützen, den Transfer von der Theorie und der Praxis tatsächlich hinzubekommen und im Hintergrund für alle technischen Prozesse verantwortlich sind. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das nächste Open House hat das Motto digitale Wegbereiter für krisenfeste und zukunftsoffene Strukturen. Und wir wollen heute dieses Thema von allen möglichen Seiten betrachten. Wir geben einerseits Einblicke in den Bereich Mobilität und zur Auswirkungen der aktuellen Krisensituation, die natürlich hier in einem solch autodominierten Land wie Baden-Württemberg ganz erhebliche Umbrüche mit sich bringt. Wir betrachten das Zusammenspiel zwischen öffentlicher Verwaltung, Bürgerinnen und Bürgern und den Unternehmen
Und wir werden auch da sicherlich an einigen Punkten sehen, welche Bedeutung die Digitalisierung für krisenfeste Strukturen hat. Und wir beschäftigen uns mit den Themen IT-Sicherheit, kritische Infrastrukturen und natürlich auch mit den Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz, die ja einerseits immer noch als Heilsbringer oder auch als große Unbekannte diskutiert wird und zu dem wir heute einen Einblick geben, wie wir denn in Anwendungsfällen die künstliche Intelligenz tatsächlich sinnvoll nutzen. Im gestern veröffentlichten Digitalindex der Initiative D21, die ein jährliches Lagebild zum Digitalisierungsgrad der Gesellschaft in Deutschland bietet, wird klar dargestellt, dass die Pandemie als ein Treiber der Digitalisierung gesehen wird. Mit digitalen Technologien haben wir es in den vergangenen Monaten geschafft, unter Ausnahmebedingungen unsere Lebens- und Arbeitswelt weitgehend aufrechtzuerhalten. Aber wir haben auch gemerkt, wo die Grenzen liegen und wo dringender Handlungsbedarf besteht. Ich denke, dass viele von Ihnen es live miterlebt haben, wenn es um das Thema Homeschooling geht oder aber auch im Zusammenspiel mit öffentlichen Stellen. Die Bedarfe, wo tatsächlich Digitalisierung noch in den Kinderschuhen steckt und deswegen in einer solchen Situation wie der aktuellen es zu Herausforderungen kommt, die nicht ganz einfach gelöst werden, kann man als lange Liste fortführen, trotz der Tatsache, dass wir es, glaube ich, schon ganz gut hinbekommen haben. Ich glaube allerdings, dass diese Sache mit dem Digitalisierungsschub, der durch die Pandemie durch Deutschland geht, nicht so ganz richtig ist. Ich glaube nämlich, dass wir größtenteils Technologien einfach nur dazu eingesetzt haben, um unsere bewährten Abläufe irgendwie aufrechterhalten zu können. Im Endeffekt gab es kaum Veränderungsprozesse, die unser gesellschaftliches Leben und unsere Arbeitsaufgaben verbessert haben, sondern wir haben viel ausgebessert. Klar, es gab einen bisher noch nie dagewesenen Druck von außen, der uns dazu gezwungen hat, schnell zu reagieren. Aber wenn wir mal ehrlich sind, kann es kein besserer digitaler Prozess sein, wenn wir heutzutage ein eingescanntes und digital unterschriebenes PDF-Dokument per E-Mail durch die Gegend senden. Ich denke, dass wir vielmehr durch die Bedingungen der Pandemie auf die Punkte gestoßen wurden, wo Handlungsbedarf besteht. Und genau dort müssen wir ansetzen und zwar nicht nachbessern, sondern verbessern. Es sind grundsätzliche Veränderungen notwendig und ich denke, dass der Einsatz von Technologien bei diesen Veränderungen sehr stark unterstützen kann. Aber diese Veränderungen müssen in erster Linie in den Köpfen der Menschen stattfinden. In den vergangenen Monaten soll jedem klar geworden sein, dass Aussagen wie, aber das haben wir schon immer so gemacht, mit zu den unüberlegtesten Entgegnungen auf Veränderungsvorschläge gehören. Immer so ist einfach nicht mehr. Das heißt natürlich nicht, dass alles bisherige nicht gut ist, aber das heißt, dass wir alles in Frage stellen dürfen. Das sollte erlaubt sein. Und durch dieses in Frage stellen können wir genau die Stellen identifizieren, an denen wir anpacken müssen. Und wir sprechen hier nicht nur von der Digitalisierung von organisatorischen Abläufen, sondern von viel weitergehenden Fragen. Zum Beispiel die immer noch notwendige Schriftform bei vielen Verträgen mit Unternehmen oder auch Verwaltungsprozessen mit Behörden, in der auf der bestanden wird und die dazu führt, dass wir immer noch ins Büro oder zu Dienststellen gehen müssen, obwohl es sehr viel besser wäre, wenn das Ganze digital ablaufen könnte. Und die Tatsache, dass wir als Hintergrund immer noch davon ausgehen, dass ein kurzes Kreuzchen oder ein Krickel unter einem Blatt Papier sicherer ist als eine digitale Signatur. Aber wir müssen auch die Frage betrachten, ob eine Vollzeittätigkeit immer damit zusammenhängt, dass wir 40 Stunden vor Ort irgendwo in einem Büro sitzen. Und ehrlich gesagt sieht es so aus, dass eine ganze Reihe von Unternehmen davon ausgehen, dass man zu dieser Arbeitsform nach der Pandemie wieder zurückkehren wird. Aber auch hier gehen die Fragen tatsächlich noch ein Stück weiter. Ist es tatsächlich so, ob eine wöchentliche Arbeitszeit in der heutigen Form unsere gesellschaftlichen Werte und unsere Wünsche, die wir eigentlich als Privatpersonen noch verwirklichen möchten, die wirkliche Art und Weise ist, wie wir in Zukunft zusammenarbeiten wollen? Oder müssen wir nicht grundsätzlich Gedanken uns darüber machen, wie wir denn in Zukunft, in welcher Art und Weise diese Notsituation, die wir jetzt durchstanden haben, dafür nutzen, einfach ganz anders zu denken. Eine Sache möchte ich an dieser Stelle noch betonen, die ich sehr positiv finde. Und zwar, ich habe den Eindruck, dass Kooperation und gemeinsame konstruktive Bewältigung von Herausforderungen extrem an Bedeutung gewonnen haben. Hier bei uns am FZI konnte ich beobachten,
dass trotz der räumlichen Distanz, unter der wir seit Monaten arbeiten, das Gemeinschaftsgefühl und die gemeinsame Verantwortung für uns und andere deutlich stärker geworden ist. Und das macht mich sehr froh. Und auch in der Zusammenarbeit mit anderen Organisationen ist der Gedanke, gemeinsam große Herausforderungen lösen zu können, aus meiner Sicht wichtiger geworden. In unserem Ökosystem oder vielleicht auch in unserer Blase war das natürlich schon immer ein wichtiges Ziel und hat auch ganz gut geklappt. Aber eine Initiative möchte ich nicht unerwähnt lassen. Am vergangenen Freitag wurde ausgehend von einer Ausschreibung des Wirtschaftsministeriums in Baden-Württemberg eine Genossenschaft für einen baden-württembergischen KI-Innovationspark gegründet. Eine innovative Idee, als Genossenschaft in diesem Themenfeld aktiv zu werden. Aber der eigentlich wichtige Punkt ist, dass hier die Standorte Stuttgart, Karlsruhe und Tübingen-Reutlingen sich entschieden haben, in Zukunft zusammenzuarbeiten. Und wer die Situation hier in Baden-Württemberg kennt, der weiß, was es bedeutet, wenn sich Badener und Württemberger zusammentun und tatsächlich an einer gemeinsamen großen Idee arbeiten. Auf jeden Fall drücke ich dieser Initiative, an der ganz viele Partner hier aus der Region beteiligt sind, unter anderem das KIT, die Hochschule Karlsruhe, das Cyberforum, die Technologieregion, aber noch ganz, ganz viele mehr. Ich drücke die Daumen, dass es tatsächlich hier zu einem Nukleus kommt, der eine ernsthafte Alternative für die monopolistisch dominierte Plattformökonomie sein kann und wir einen neuen Weg aufzeigen können, in dem eine kooperative Plattformökonomie hier tatsächlich funktionieren kann. Und ich wünsche mir auch, dass die Politik diese Sache erkennt und die notwendige Unterstützung für dieses aus meiner Sicht sehr, sehr wichtige und zielführende Vorhaben bereitstellt. Aber ich möchte nicht zu weit ausholen, das führt zu weit. Wir sind hier in einem technischen Forschungsinstitut und wir beschäftigen uns mit Informations- und Kommunikationstechnologien und den entsprechenden Möglichkeiten, die uns diese Technologien bieten. Und genau darum geht es heute. Sicherlich immer mit dem Aspekt, wo können wir durch Technik etwas besser machen? Denn das ist unsere DNA. In unserer Forschung steckt nicht nur Zukunft, sondern unsere Forschung soll doch zum Wohle der Gesellschaft eingesetzt werden. Und das ist, glaube ich, das Ziel, was wir alle zusammen verfolgen sollen. Zum Schluss möchte ich noch allen Partnern Unterstützung aus der Politik, der Wirtschaft, der Forschung und der öffentlichen Verwaltung danken, verbunden mit einem kleinen Appell. Helfen Sie weiter mit, dass die Forschung in unabhängigen und gemeinnützigen Einrichtungen wie dem FZI weiter gestärkt wird. Für alle anstehenden Veränderungsprozesse ist es sehr wichtig, dass es eine Alternative zur Forschung, die ausschließlich durch Konzerne getrieben wird, gibt und dass die konzernunabhängige Forschung tatsächlich auch als der entsprechende Wegbereiter für krisenfeste und zukunftsoffene Strukturen gilt. Ich gehe davon aus, dass wir gemeinsam alle zukünftigen Herausforderungen in diesem Sinne gut erreichen können. So, und nun freue ich mich, unsere erste Keynote ankündigen zu können und darf hier zu dem bekannten Thema, digitale Wegbereiter für krisenfeste und zukunftsoffene Strukturen, Frau Claudia Plattner, CIO der DB Systel, heute als unsere erste Rednerin begrüßen und möchte Sie schon mal ganz herzlich willkommen heißen. Frau Plattner, schön, dass Sie da sind. Sie sagen, Digitalisierung ist Gestaltungsaufgabe und zwar unsere. Es ist an uns zu entscheiden, wie die digitalen Strukturen der Zukunft aussehen sollen und wie wir sie erschaffen. Und mit diesem Motto möchte ich Ihnen dann das Wort geben und freue mich sehr auf Ihren Vortrag zu unserem Open House. Ganz herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön auch für die netten einleitenden Worte. Klasse. Freue mich sehr, heute hier zu sein. Darf alle ebenfalls ganz herzlich begrüßen und hoffe jetzt einfach 25 launige Minuten ein bisschen was zu erzählen zum Thema digitale Wegbereiter für krisenfeste und zukunftsoffene Strukturen. Und dann haben wir hoffentlich auch noch ein kleines bisschen Zeit für Fragen. Ja, Vorstellung, glaube ich, ist bereits passiert. Brauche ich nicht mehr viel zu mir sagen. Und ich glaube, man lernt sich eh über Inhalte am besten kennen. Deswegen steige ich jetzt auch direkt ein, nämlich mit der Frage, wie müssen digitale Wegbereiter für krisenfeste und zukunftsoffene Strukturen aussehen? Da stellt sich mir erstmal die Frage, was sind überhaupt krisenfeste und zukunftsoffene Strukturen? Und ich glaube, damit wir uns dieser Frage ein bisschen nähern können, müssen wir mal zurückschauen. Was ist denn eigentlich so passiert, die letzten, ich sag mal, 20 Jahre plus minus ein bisschen was? Und wenn ich da mal so zurückschaue in die Zeit, jetzt hoffe ich, dass es hier mit dem Weiterklicken funktioniert. Ja, hervorragend. So,
Wenn ich mal so ein bisschen zurückschaue, ich fange mal bei 2006 an. Das war so ein Jahr, das fand ich relativ einschneidend. Ich habe zumindest damals meinen ersten AWS-Server aufgesetzt, der damals noch gar nicht so hieß und wusste auch noch gar nicht genau, was ich da tue. Aber in dem Moment war mir irgendwie klar, irgendwas passiert da. Deswegen habe ich jetzt mal 2006 gewählt. Was hat uns denn seitdem wirklich beschäftigt? Was waren denn so die Themen, die uns umgetrieben haben seitdem? Und die Technologien, klar, die kennen wir alle, ging damals los mit Touch, die ersten Smartphones, das ganze Thema Mobil, als was an sich noch damals ein großer Megatrend einfach auch war. Cloud natürlich, heute sind wir bei Themen wie Blockchain, AI und so weiter und so weiter. Was waren die Fähigkeiten, die uns in der Zeit beschäftigt haben? User Experience, ganz groß geschrieben. Customer Centricity, Daten, die mussten wir in den Griff kriegen. Omnichannel, auch ein ganz wunderbar benutztes Wort, immer und immer wieder. Supply and Demand Matching, das ganze Thema Plattformen und ähnliches. Das waren die Themen, die uns umgetrieben haben. Und was haben wir in der Zeit gelernt? Was waren so die wesentlichen Lektionen? Wir haben gelernt, in der Digitalisierung geht es um Lösungen. Können Sie sich erinnern, ich komme noch aus der Generation, in der es gab, einmal auseinandergefaltet, danach nie wieder zusammengekriegt, bis hin zu, ich kann mich an meine Eltern erinnern, wie die sich im Auto gestritten haben. Du hast mir nicht gesagt, dass ich hier abbiegen soll. Ja, du hörst mir ja nie zu. Und was da nicht alles gab. Dieses Problem gibt es nicht mehr. Beide nicht mehr. Weder den Fallplan noch den Streit. Heute machen wir das mit entsprechenden Navigationssystemen. Google Maps hier mal einfach exemplarisch aufgezeigt. Es geht um Lösungen. Das haben wir gelernt. Eine der ganz wichtigen Lektionen. Wir haben auch gelernt, in der Digitalisierung geht es um die Verbindung zum Kunden. Schönes Beispiel, hat mir mal ein CTO erzählt. Er sagte, naja, schau dir mal dieses Thema Zahnbürsten, elektrische Zahnbürsten an. Also ein völlig seelenloser Gegenstand eigentlich. Aber neuerdings ist es tatsächlich wirklich so, dass diese Zahnbürste zweimal täglich eine Beziehung zum Kunden aufbaut, indem sie nämlich Rückmeldungen über Zahnputzverhalten gibt. Wenn wir Pech haben, transferiert sie die Daten auch nach Hause, aber das ist mal ein anderer Punkt. Aber der entscheidende Punkt ist, auf irgendeine Art und Weise schafft es dieser Gegenstand, mit uns zu kommunizieren. Es wird in der Nähe zum Kunden hergestellt. Und im Zweifelsfall auch Verhalten und Ähnliches reflektiert und auch zurückgespielt. Das heißt, es geht hier an der Stelle ganz konkret, ganz massiv um die Verbindung zum Kunden. Eine der ganz wesentlichen Lektionen der letzten 15 Jahre. Wir haben auch gelernt, auch eine für mich ganz wichtige Lektion, und ich liebe dieses Bild, ich verwende es immer und immer und immer wieder, weil es für mich so schön sinnbildhaft ist für das, worauf es eigentlich wirklich ankommt. In der Digitalisierung geht es um die Nutzung von Technologie. Es geht nicht um die Technologie selber. Und da gibt es wunderschöne Beispiele für. Also auch eines meiner Lieblingsbeispiele ist WhatsApp. Das basiert auf einer uralten Technologie, die stammt aus den späten 90ern. Klar, da ist noch ein bisschen was außenrum gebaut worden, gar keine Frage, aber die Protokolle gab es damals schon. Das ist nichts wirklich Neues. Und trotzdem hat man es dort geschafft, ich glaube 2009 ungefähr ist das wirklich durch die Decke gegangen, trotzdem hat man es dort geschafft, das einem neuen Nutzen zuzuführen und damit ein Stück weit die Kommunikationskultur auf diesem Planeten zu verändern. Es geht um die Nutzung von Technologie. Da gibt es noch sehr, sehr viel mehr Beispiele für. Nehmen Sie den Barcode-Scanner bei Amazon. Nehmen Sie die QR-Codes in China. Ganz China funktioniert auf QR-Codes. Ja, bleiben wir bei China. Für mich auch ein ganz wunderschönes, augenöffnendes Beispiel. Wir waren bei Alibaba letztes Jahr, noch vorletztes Jahr, oder beziehungsweise die Jahre da davor, Sie wissen schon, Corona, und haben uns dort ein bisschen was angeschaut und ein paar Sätze sind wirklich hängen geblieben. Für mich das Prägnanteste, als man dort erzählt hat, dass man jetzt anfängt, in die Verkehrssteuerung zu gehen. Alibaba ist sowas wie das chinesische Amazon. Und die machen jetzt Verkehrssteuerung. Und der Grund dafür ist ganz einfach, die können Daten. Die sagen von sich ganz klar, ihre Kernkompetenz sind Daten. Und die Frage, wofür sie sie nutzen, ist tatsächlich am Ende des Tages ein Stück weit sekundär. Und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, es geht um die Nutzung von Technologie. Es ist nicht die Frage der Technologie selber, es ist die Frage, was man damit tut. Wie man sie einsetzt, wie man sie beherrscht und welchen Nutzen man daraus generiert. Ganz wichtige Lektion. Ebenfalls der letzten 15 Jahre. So, und jetzt schauen wir mal ganz kurz, was war die letzten 2 Jahre, 2020 und 2019?
Da stehen nicht die Themen drauf, die man 2019 noch erwartet hätte. Entschuldigung, 2020, 2021, sorry. Da stehen nicht die Themen drauf, die man 2019 noch vorausgesagt hätte. Was waren die Themen, die uns beherrscht haben? Was waren die Sachen, die uns umgetrieben haben? Was waren die Stichworte, die immer und immer und immer wieder gefallen sind? Zum einen das Thema Video und Collaboration. Klar, war das Thema Nummer eins. Das Thema Security, das Thema Data Privacy, das waren Themen, über die wir gesprochen haben. Die Fähigkeiten, die wir plötzlich brauchten, war unser Business kontaktlos aufzubauen, alles online stellen zu können, von zu Hause aus arbeiten zu können und nicht zuletzt eine Verbindung mit den Menschen, mit Kunden, mit Coworkern, mit unseren Kollegen herstellen zu können. Und auch da wieder, was waren so die großen Lektionen? Die großen Lektionen waren, in der Krise geht es um Handlungsfähigkeit. Plötzlich von 5.000 Leuten auf 85.000 Leute hoch zu skalieren, die plötzlich von zu Hause arbeiten können müssen, potenziell, ganz so viel waren es dann doch nicht, aber trotzdem irgendwas in der Nähe. Das war eine Sache, die mussten wir hinbekommen. Innerhalb von 3 Wochen haben wir das auch hinbekommen. Andere haben dafür einen Ticken länger gebraucht, andere waren noch schneller. Heißt aber, wenn man dort noch so einen Serverschrank unten im Keller stehen hatte, wurde es echt schwierig. Wenn man hinten dran schon vernünftige CI/CD-Pipelines hatte, war das leichter. Gar keine Frage. Und die zweite Sache, die wir gelernt haben, die zur Handlungsfähigkeit gehört, ist, wenn wir alle in verschiedene Richtungen rennen, wird das auch nichts. Wir brauchen auch eine organisatorische Handlungsfähigkeit. Dafür haben wir leider ein paar Negativbeispiele, die kennen wir auch alle. Wir wissen, in den Schulen haben wir noch ein paar Herausforderungen. Und wenn wir uns anschauen, wie hier und da Handlungsfähigkeit im Organisatorischen auch zwischen Bund und Ländern aussieht, bei allem Respekt für die Kollegen, die sich da wirklich krumm machen, um uns hier zu helfen, gar keine Frage, wissen wir auch und haben wir auch, glaube ich, verstanden, dass wir da noch Optimierungsbedarf haben. Es geht um Handlungsfähigkeit, technologisch wie organisatorisch. In der Krise geht es um Zusammenhalt und Kollaboration. Ich glaube, wir haben selten so gut verstanden, was wir aneinander haben und wie wichtig wir einander sind. Und wir haben auch gelernt, in dem Moment, wo wir gezwungen sind, irgendwie Lösungen für Dinge zu finden, finden wir sie auch. Also so ein schönes Beispiel für mich ist immer noch, wenn man in der Lage ist, Dokumente zu teilen, dann kann man, wie dort auf der rechten Seite gezeigt, dann finden Leute Möglichkeiten, auf diese Art und Weise miteinander zu kooperieren. Dann wird sowas in dem Chat geteilt und man schreibt zusammen Post-its auf irgendwelche Folien. Das funktioniert. Andere Leute finden Möglichkeiten, zusammen einen Film zu gucken und das remote. Man hat quasi dieses parallele Streaming. Das sind großartige Ideen und die Menschen finden Mittel und Wege, miteinander zu arbeiten und miteinander zu sein. Auch da wieder Nutzung von Technologie. Das war für mich die zweite Gelegenheit, Pippi Langstrumpf hier nochmal unterzubringen. Das sind schöne Beispiele. Wir haben uns aber auch gezeigt, in der Krise geht es um Zusammenhalt und Kollaboration. Und in der Krise geht es um Präsenz. Und diese Folie ist tatsächlich ziemlich wichtig für das, was ich eigentlich sagen will. Es gab noch mehr Gewinner als die, die da draufstehen. Also ich habe irgendwie gelesen, Cannabis war auch ein großer Gewinner der Krise, Videogames und so weiter und wie sie alle heißen. Wirklich spannend hier dran ist aber, diejenigen, die einen Zugang zum Kunden hatten, in welcher Form auch immer, sei es in Form der letzten Meile, sei es online, wie auch immer, das waren die großen Gewinner der Krise. Und der zweite Punkt, der mir daran auffällt, ist, jeder große Gewinner, der hier aufgeführt ist, war vorher schon im Markt. Auch das ein ganz wichtiger Punkt. Da ist nichts über Nacht jetzt entstanden in der Größe als die ultimativen Gewinner, sondern die wirklich ganz großen, die bereits im Markt waren, die sind an dieser Stelle gewachsen. Das hat natürlich, klar, weil das auch größtenteils US-Firmen sind, auch nochmal andere Diskussionen ausgelöst, nämlich rund um Souveränität, um Datenschutz etc. pp. Wir kennen das. Und das sind die Themen, über die man dann diskutiert hat, wo man festgestellt hat, man hat dort offene infrastrukturelle Fragen, nämlich rund um Souveränität, im Bereich Technologie, im Bereich Daten, um hoheitliche Aufgaben, Informationen und Medien, auch das sehr, sehr präsentes Thema die letzten 1,5 Jahre. Rund um Security, rund um Grundsatzthemen, ich hatte auch da nochmal das Thema Datenschutz aufgerufen, Zentralität, Dezentralität, Arbeiten im Föderierten. So, vor dem Hintergrund jetzt hier mit 2016 bis 2019, 2020, 2021 fällt es natürlich sehr, sehr, sehr schwer, jetzt zu sagen, wo wird denn da jetzt die Reise hingehen? Klar, also für die Technologiefrage kann man noch so ein paar Technologien in den Raum werfen, da fällt einem durchaus noch was zu ein. Aber die Frage, welche Fähigkeiten werden jetzt in der Zeit nach der Krise
die wirklich entscheidenden sein. Was wird unser Business, was wird unser Zusammenleben vorantreiben, fällt zumindest mir durchaus schwer. Wir haben viel gelernt darüber, wo auch teilweise unsere Schwächen liegen, auch unsere Stärken. Wo waren unsere Technologien nicht bereit? Ist eine spannende Frage. Brauchen wir dafür wirklich US-Konzerne? Ist eine spannende Frage. Wo hatten wir organisatorische Readiness auch einfach nicht? Auch die Frage müssen wir uns stellen. Und wie steht es eigentlich um unsere Fähigkeit zu kooperieren, auch als Firmen, auch in einem wirtschaftlichen Kontext? Vor diesem Hintergrund wird es wirklich schwer, sich zu überlegen, was da jetzt als nächstes kommen soll. Also habe ich gedacht, ich fange mal von vorne an. Ich fange nochmal an, ganz anders zu denken. Und tatsächlich kam der Impuls dazu von einem der Kollegen hier aus dem FCI, nämlich vom Jan Sömmerli, der sagte, vielleicht hilft es uns, Komplexität in der Zukunft irgendwie auch nochmal mit in so einer Stack-Form zu denken. Und ich dachte, das ist ein Punkt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Früher haben wir in OSI-Stacks gedacht, gar keine Frage. Wie müssten wir eigentlich heute denken? Wie muss so ein moderner Stack eigentlich aussehen? Fand ich eine ganz, ganz spannende Frage und habe da auch tatsächlich ein bisschen Zeit mit verbracht, da mal drüber nachzudenken und habe als gemeinsamen Faktor auch in allem, was ich jetzt irgendwie gezeigt hat, immer wieder diesen Punkt Kooperation und Kollaboration gefunden. Und habe gedacht, lass uns mal darauf schauen. Und daraus mal diese These entwickelt und habe mal gesagt gehabt, gucken wir doch mal Vergangenheit bis heute, wie sich denn so eigentlich die Kooperation, und jetzt speziell auf IT, das ist halt mein Spezialgebiet, wie hat sich denn das entwickelt? Und wenn man da mal drauf schaut, das geht so ein kleines bisschen von, früher gab es so einzelne Systeme, da waren es immer dann noch so in dem OSI-Bereich. Die aber haben für sich irgendwo ein Stück weit gearbeitet, hatten einen Akteur, ja, also quasi denjenigen, der dieses System da benutzt hat, in dieser Firma und haben im Prinzip maximal eine Wertschöpfungskette auch abgebildet. Jetzt gehen wir mal zu den Unternehmen. Irgendwann kam so der Punkt, wo man gesagt hat, man muss Systeme miteinander vernetzen. Innerhalb der Firma hat man das dann auch getan. Dann ging es schon los mit, was sind denn jetzt so die Rollen, die Berechtigungen etc. pp. Und hat dann also auch angefangen, keine Ahnung, mit Active Directory solche Sachen auch in den Griff zu bekommen, um da eben halt auch Kooperation über Systemgrenzen hinweg zu ermöglichen. Heißt, wir sind weiterhin bei einem Akteur, einer Firma, aber potenziell können wir jetzt schon mehrere Wertschöpfungsketten abbilden mit verschiedenen Systemen. Also wir können schon mehrere Wertströme damit unterstützen, gegebenenfalls sogar generieren. Super. Nächster Grad der Kooperation. Wir sprechen darüber, dass wir Partner mit reinnehmen. Und auch heute noch verbringen wir viel Zeit damit, Partner mit entsprechenden Schnittstellen in unser Netzwerk zu integrieren. Automobilwirtschaft hat das bis zur Perfektion getrieben, dieses Thema. Absolut. Die haben das richtig, richtig gut drauf. Und das erleben wir auch im Täglichen. Unsere Partner werden mit eingebunden und hier und da auch unsere Kunden. Wir bauen Schnittstellen zu unseren Kunden, nämlich für diejenigen, für die wir selber wieder Zulieferer sind und Bereitsteller. Wieder ein weiterer Level der Kooperation, den man eben halt auch in IT messen und sehen kann. So, und dann kam das ganze Thema Plattformen. Hier jetzt nochmal ein großer Punkt, weil hier wird jetzt plötzlich ermöglicht, dass ich eben halt eine dynamische Kopplung von Zulieferern und Kunden habe. Denn das ist ja genau das Urwesen der Plattform. Ein Supply and Demand Matching, in dem man am Ende des Tages dafür sorgt, dass das, was manche Menschen wollen, von denen bereitgestellt wird, die das können. Und die Plattform ist derjenige, der sozusagen hier das abschöpft. Okay, also auch hier eine Entwicklung hin zu dynamischen Akteuren. Und jetzt aber weiterhin eine statische Anzahl, also eine feste Anzahl von statischen Wertschöpfungsketten. Es gibt ein bestimmtes Angebot, für das sich eben halt Käufer interessieren können. Und jetzt ist die große Frage, wie geht denn das jetzt weiter? Wenn wir von der These ausgehen, dass Reifegrad der Digitalisierung und Kooperationsreichweite korreliert sind, wie geht das weiter? Und ich glaube, die Antwort in den USA ist relativ leicht. Wir machen die Plattform einfach immer größer. Ja, dann bleiben wenige und die werden einfach immer größer. Kann man so machen. Die Antwort im Osten, ich provoziere ein kleines bisschen, indem ich das jetzt mal ganz, ganz stark vereinfache, aber ich hoffe, Sie verzeihen mir an der Stelle. Die Antwort im Osten ist im Zweifelsfall, wir setzen da eine Art Meta-Plattform oben drüber und das ist der Staat, der wiederum alle anderen Plattformen koordiniert und auch datentechnisch übrigens zusammenführt. Das ist ja auch nicht wirklich was Neues. Was ist unsere europäische Antwort darauf? Wir können weder das eine, wir haben die Plattformen, die da reinwachsen könnten, gar nicht, noch können wir das andere,
weil das überhaupt nicht unserem Wertesystem und unserer Art, miteinander zu leben, entspricht. Also was machen wir? Was ist unsere europäische Antwort auf diese Frage? Da habe ich ein bisschen drauf rumgedacht und ich bin sicher, ich bin nicht der einzige Mensch, der über diese Themen nachdenkt, ganz bestimmt nicht. Ich bin sicher, da gibt es sehr viele, die da auch von einem sehr, sehr viel wissenschaftlicheren Standpunkt aus drüber nachdenken. Ich habe aus einem IT-Standpunkt heraus darüber nachgedacht. Das ist mein tägliches Geschäft. Das ist das, womit ich mich beschäftigen muss, mit der Frage, wie machen wir das? Wie bauen wir das? Und aus dieser Frage heraus kann für mich eigentlich nur die Antwort sein, das müssen wir machen, indem wir auf irgendeine Art und Weise jetzt auch noch dafür sorgen, dass die Wertschöpfungsketten dynamisch werden. Das heißt, wir müssen eigentlich davon sprechen, dass wir es schaffen, das Wachstum in dieser Kooperationsschiene, die laut These mit der Digitalisierung korreliert ist, positiv korreliert, dann entsprechend eben halt auch dynamisch zu gestalten. Das heißt, wir müssen es schaffen, dass wir ad hoc Geschäftsbeziehungen der handelnden Akteure ermöglichen. In Zusammenstellung nicht nur von Kunden-Lieferanten-Beziehungen, sondern auch im eigentlichen Zusammenstellung der Wertschöpfungsketten. Was brauche ich denn dazu? Mal einfach so ganz plakativ kurz runtergeschrieben. Auch das völlig ohne Anspruch wissenschaftlicher Korrektheit. Ich bin sicher, dass man das auch ordentlicher machen kann. Aber es ist einfach mal so, was fällt einem dazu ein? So Elemente von so einer dynamischen Wertschöpfungskette sind sowas wie Kunden, ein Leistungsverzeichnis ist bestimmt sinnvoll, Produzenten, Produktionsmittel, Rohstoffe, Produktionsstätten, Konnektoren, Dinge, die ganzen Sachen miteinander verbinden. Und ein so ein ganz zentraler Wegbereiter für sowas wäre das Thema Identity. Die brauche ich ja mindestens mal, um die Akteure miteinander bekannt zu machen. Und das muss ich automatisch und ad hoc hinbekommen. Wenn man das nochmal einen Ticken weiterdenkt, ist man sehr schnell an dem Punkt, wo man sagt, naja, das brauche ich ja nicht nur für Kunden und Produzenten, sondern ich brauche das natürlich auch für die Produktionsmittel. Auch die muss ich identifizieren können. Natürlich brauche ich das auch für die Rohstoffe, die da drin stecken, die ganz oft auch tatsächlich wirklich Daten sein werden oder auch für die Produktionsstätten. Auch die muss ich identifizieren können, auch die muss ich austauschbar machen können, auch die muss ich bekannt machen können. Und wenn man das jetzt auch alles noch mal ein Stückchen weiterdenkt, dann stellt man sehr, sehr schnell fest, das muss dann entsprechend auch noch skalieren können. Auch das ein wichtiger Punkt. Und dann bin ich ruckzuck übrigens bei der Vision, die wir ja auch gerade zusammen mit der Bundesregierung treiben. Wir brauchen eine digitale Identität. Wir brauchen ein entsprechendes Ökosystem für Menschen, Maschinen und Dinge, Menschen, Institutionen und Dinge. Und wir brauchen das übrigens auch europaweit und für alle Facetten, die da drin stecken, für alle Arten von Nachweisen, für alle Arten von Daten, die ich dort austauschen muss. So, und wenn ich das dann jetzt noch ein bisschen weiterdenke und mal versuche, noch so auf diese verschiedenen Sachen, die ich da so bräuchte, für dynamische Wertschöpfungsketten zu matchen, dann stelle ich sehr schnell fest, naja, da stecken auch so Themen drin wie Identity, so ein Katalog, Repository, ich muss hier irgendwo wissen, so ein Leistungsverzeichnis. Was gibt es denn eigentlich? Wie kann ich denn meine Wertschöpfungskette bauen? Welche Services gibt es? Die Services selber müssen auch erstmal da sein. Ich muss auf irgendeine Art und Weise in der Lage sein, meine Rohstoffe zu handeln. Und im Digitalen sind das die Daten, die da dazu gehören. Das heißt, aus der analogen Welt auch in die digitale Welt, unabhängig davon, ob ich in rein digitalen Geschäftsmodellen unterwegs bin, rein digitalen Wertschöpfungsketten, oder ob ich die beiden Welten auch zusammenführen muss. Ganz reale Probleme, mit denen wir uns bei der Bahn absolut beschäftigen. Das merkt man immer dann am konkreten Use Case, aber hinten dran stecken ganz genau diese Strukturen. Genau diese Strukturen. Wie sorge ich dafür, dass ich in der Lage bin, die Bereiche miteinander zu vernetzen? Wie sorge ich dafür, dass die miteinander kommunizieren können? Wie sorge ich dafür, dass die voneinander wissen, welche jeweiligen Services dort vorhanden sind und wie sie nutzen können? Ganz reale Alltagsprobleme, die mich jeden Tag beschäftigen und manchmal auch schlaflose Nächte bereiten. So, und wenn ich darauf schaue, dann stelle ich relativ schnell fest, das habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Also da auch diese digitalen Wegbereiter, diese Begriffe, die sind ja nicht neu. Ja, die springen einem ja quasi ins Auge. Man denkt, wo hat man das denn schon mal gesehen? Und dann fällt einem relativ schnell auf, bei Gaia X, da stand sowas Ähnliches. Und jetzt sollten wir daraus nicht folgern, dass Gaia X die Antwort auf alle Fragen des Universums ist. Das ist sie nicht, das ist immer noch 42, da ändert sich auch nichts dran. Aber nichtsdestotrotz stellen wir fest, diese Begriffe haben wir schon mal gesehen. Also es geht mir nicht um Gaia X, mir geht es darum zu sagen, der Gedanke an sich ist nicht neu.
Und wenn man jetzt noch ein bisschen genauer reinschaut, dann haben wir uns jetzt von zwei verschiedenen Richtungen genähert. Wir haben zum einen über dieses Thema, wie kann Digitalisierung weitergedacht werden hin zu dynamischen Wertschöpfungsketten? Und was sind die digitalen Wegbereiter und kommen auf eine solche, auf einen solchen Grundgedanken? Und wenn man es aus der anderen Seite genähert, aus der Frage mit, was waren die Lehren aus Corona? Was sind die offenen infrastrukturellen Fragen, die uns heute umtreiben? Und gucke mal da, die kommen zu sehr, sehr, sehr ähnlichen Antworten. Das fand ich durchaus bemerkenswert, als zumindest mir das mal so einen kleinen Moment klar geworden ist. Und diesen Gedanken wollte ich unbedingt mal teilen, weil ich finde den durchaus faszinierend. Und es ist immer noch nicht Gaia X, es ist 42. Aber nichtsdestotrotz stellen wir fest, wir haben diese Grundthematik, dieses Mechanismus, den haben wir bereits angelegt. Da haben viele Menschen sich bereits Gedanken darüber gemacht. Den haben wir auch schon vorgedacht. Und wenn man das jetzt mal in so einem modernen Stack dann auch denkt, dann kommt man hier bei sowas an. Links waren wir irgendwo bei Alleinstehenden unter Systemen unterwegs. Das sind die klassischen OSI-Layer. Und in so einem modernen Stack würde das dann so aussehen, dass man eigentlich eine Infrastruktur hat. Das ist jetzt ein bisschen angelehnt an Gaia X, man verzeihe mir. Wir haben Daten, wir haben die Services obendrauf und da obendrauf die Value Creation. Und die Organisation des Ganzen, die Orchestrierung des Ganzen oder das Möglichmachen der Orchestrierung, da stecken eigentlich die digitalen Wegbereiter für solche krisenfesten und offenen Strukturen für die Zukunft drin. Und das sind genau die, über die wir gesprochen haben. Vom Katalog über die Identity bis ganz oben zum Customer Access. Und die Anforderungen daraus ergeben sich auch ganz schnell. Wir reden von dezentral, das muss funktionieren. Das ist unsere Antwort. Wir reden von offen, wir reden von API-fähig, wir reden von wiederverwendbar. Wir reden auch von standardisiert und das ist auch immer das, was uns am meisten wehtut. Heißt These, die digitalen Wegbereiter der Zukunft liegen in der Organisation dieser dynamischen Wertschöpfungsketten. Und da gibt es sehr, sehr, sehr viel zu tun. Und zwar für alle. Das kriegen wir nur zusammen hin. Die größten Herausforderungen darin, das ist auch das Erfahrung meines tagtäglichen Lebens, die größte Herausforderung ist die Einigung auf Standards für solche Value Networks. Da gibt es verschiedene Aufgaben. Der öffentliche Sektor wird hier deutlich stärker mit rein müssen. Das wissen die auch. Das spüren wir jeden Tag, dass sie das verstehen mehr und mehr. Es geht nicht nur um die Regulierung, die Schaffung des gesetzlichen Rahmens, es geht auch um die Moderation dieses Standardisierungsprozesses. Die Wissenschaft. Wir brauchen Menschen, die in der Lage sind, das zu durchdringen und nach draußen zu erklären. Zu durchdringen, zu strukturieren, Architekturen dafür zu schaffen und zu erklären. Wir brauchen die Wissenschaft ganz dringend für die Kommunikation und auch für die Folgenabschätzung. Für die Frage, was bedeutet denn das? Wie wird das unser Leben verändern? Wir brauchen Menschen, die in der Lage sind, das zu denken. Ist gar nicht so einfach, bin ich mir ganz sicher, dass das eine super wichtige Aufgabe für die Zukunft sein wird. Und wir brauchen den privaten Sektor, das ist jetzt mein Job. Wir müssen Services und Daten dafür zur Verfügung stellen. Wir müssen diese Wertschöpfungsketten schaffen und nicht zuletzt müssen wir lernen zu kooperieren. Da sind wir heute noch nicht wirklich gut, sagen wir mal ehrlich. Das müssen wir lernen, ganz dringend. Und mit diesen Rollen würde ich dann jetzt auch hier gleich schließen und einfach nochmal die Key Messages zusammenfassen. Value Networks mit dynamischen Wertschöpfungsketten können aus meiner Sicht, Thesen, die europäische Antwort für beides, digitales Wachstum und Resilienz sein. Die digitalen Wegbereiter sind dann die Werkzeuge, mit denen wir dynamische Wertschöpfungsketten organisieren. Das sind die digitalen Wegbereiter, die strukturellen Elemente, die wir brauchen. Unsere Kooperationsfähigkeit, und über die mache ich mir am meisten Sorgen, wenn ich ganz ehrlich bin, unsere Kooperationsfähigkeit entscheidet am Ende des Tages über unseren Erfolg. Und als letztes, Plattformen sind von gestern. Machen wir gleich den nächsten Schritt. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, ich habe die Zeit, ich habe sie sogar sehr gut eingehalten, stehe gerne noch für Fragen zur Verfügung, wenn es welche gibt. Bin ganz Ohr. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Plattner, für diesen interessanten Einstieg und auch sehr verständlichen Einstieg, der sich ja durchaus nicht nur an IT-Technologien orientiert hat, die als Wegbereiter für entsprechend krisensichere Strukturen gelten, sondern eben auch einen starken Fokus auf die organisatorischen Fragen gelegt hat. Ich habe jetzt vielleicht zwei kurze Fragen, die mir tatsächlich sehr auf den Nägeln brennen.
Sie haben vom amerikanischen, vom asiatischen und auch vom europäischen Weg gesprochen. Nun haben wir ja durchaus auch mitgekriegt, dass wir hier in Europa an einigen Punkten sehr stark auf amerikanische Dienstleister angewiesen waren, wenn wir versucht haben, über Videodienste oder Ähnliches unsere Zusammenarbeit in dieser Krise zu organisieren. Wie sehen Sie die oder wie sieht es für Sie aus? Ist diese internationale Zusammenarbeit nicht auch ein Punkt, der auch in der Betrachtung solcher Wertschöpfungsnetzwerke extrem wichtig ist und wir da uns auch internationale Regeln ausdenken müssen? Ich bin immer so ein bisschen überlegen, der Weg, der nationale Weg ist viel zu klein, der europäische Weg ist auch noch klein im Vergleich zu dem, was auf einer, in der globalisierten Wirtschaft ausgeht. Aber wir zeigen ja oft mit den Fingern auf Datenschutzfragen und Ähnlichem. Wie funktioniert so eine Integration weltweit oder wie kann sie funktionieren? Ich weiß, die Frage ist sehr weit und offen, aber ich denke, darüber haben Sie sich auch schon Gedanken gemacht. Auch bedingt. Ich habe da auch nicht, habe da auch keine fertigen Antworten, aber ich kann zumindest mal ein paar Gedanken dazu teilen. Also grundsätzlich glaube ich, dass es nicht funktionieren wird, wenn wir das nur in Europa versuchen. Wir müssen auf jeden Fall global denken. Also da bin ich erstmal hundertprozentig bei Ihnen. Und wir müssen definitiv auch darüber nachdenken, wie Integrationen global aussehen können. Auch gar keine Frage. Ich glaube aber, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir in Europa erstmal eine Position für uns finden. Die haben wir heute nicht. Wir haben sie heute schlichtweg nicht. Wir sind heute Getriebene. Wir müssen AGBs akzeptieren, in denen Sätze drinstehen wie, wir werden eure Daten beschützen nach bestem Wissen und Gewissen, außer wir sind per Gesetz dazu gezwungen, das nicht zu tun. So. Das sind Standardsätze, die in jedem Vertrag mit amerikanischen Providern drinstehen. Das ist keine Option. Das heißt, wir müssen an diesen Stellen auch wieder eigene Methoden finden. Das finden wir auch, um dann entsprechende Sicherheit auch wieder herzustellen. Das ist alles machbar, das ist alles gut. Wenn wir über eine echte Kooperation nachdenken wollen, müssen wir solche Themen tatsächlich wirklich global angehen. Aber wir brauchen als Europa erstmal eine klare Position dazu. Dieser sagt, das ist unser Weg, so denken wir das, das ist unser Wertesystem, so setzen wir das jetzt um. Und das sind übrigens die Spielregeln, nach denen man mit uns auch spielen kann und soll. Das heißt nicht, dass wir nach außen die Kooperationsfähigkeit dann da aufhören und die hören an europäischen Grenzen auf. Überhaupt nicht, das ist nicht mein Punkt. Aber wir brauchen ein klares Bild davon, wer wir sind und wie wir unsere Welt gestalten wollen. Das müssen wir uns erst erarbeiten und dann bin ich für eine maximale Öffnung. Also kann ich absolut nur bestätigen, diese Ansicht, denn ich denke, man darf einerseits nicht in zu kleinen Dimensionen denken, muss aber andererseits eben auch in der Lage sein, seine eigenen Werte und seine eigenen Meinungen so zu vertreten, dass man halt in, auf Augenhöhe in Kooperationsgespräche gehen kann. Ein weiterer Punkt, der mich sehr interessieren würde im Hinblick auf Ihre Sicht auf diese Situation ist, Sie haben davon gesprochen, auch der Staat ist für gewisse Sachen verantwortlich, wenn es eben um die Herstellung der Kooperationsbereitschaft und Kooperationsfähigkeit geht. Sie haben von Standardisierung gesprochen. Wie sehen Sie die verschiedenen Wichtigkeiten der Rollen? Also ich glaube, es gibt ja einerseits natürlich eine Überzeugung, dass sich staatliche Regulierung erstmal weitgehend raushalten sollte aus dem Wirtschaftssystem. Andererseits natürlich die Notwendigkeit, dass wir, wenn wir unsere Überzeugung einer gewissen Idee auch national, international betonen möchten, dass natürlich schon auch Gesetze dafür entsprechend wichtig sind. Sehen Sie die Verantwortung dafür eher bei den Unternehmen oder eher beim Staat? Also ich sehe die Verantwortung dort auf unsere beider Schultern, beziehungsweise ich möchte die Wissenschaftler übrigens auch nicht rausnehmen. Wir brauchen euch da ganz, ganz dringend. Aber ich sehe sie bei uns allen. Ich komme auch noch aus der Zeit, in der man gesagt hat, Verantwortung ist nicht teilbar. Ich habe da so ein bisschen meine Zweifel, ob der Satz so richtig ist. Wir kriegen das nur gemeinsam hin. Und ich habe immer wieder auch den Punkt, dass ich feststelle, gerade auch innerhalb der Industrie, solange wir nicht einen höheren Reifegrad haben, was unsere Kooperationsfähigkeit angeht, werden wir darauf angewiesen sein, einen Moderator zu haben, der uns hilft, in diesem Diskussionsprozess die Wege zu finden, die uns helfen, dann auch vernünftig zu kooperieren. Wir brauchen erstmal, ich sag mal, einen guten Startschuss, eine gute Infrastruktur, mit der wir überhaupt mal in der Lage sind, nach gewissen Regeln zu kooperieren, bei denen wir anfangen, uns auch ein Stück weit zu vertrauen, beziehungsweise Vertrauen built-in ist. Und das ist tatsächlich etwas, was meines Erachtens Stand heute nur der Staat leisten kann, weil wer soll es denn sonst machen? Ja, also unsere Fähigkeit, über verschiedene Branchen, verschiedene Sektoren, verschiedene Unternehmen uns hinzusetzen, und tatsächlich wirklich zu Einigungen zu kommen und das in einem zeitlichen Rahmen, der akzeptabel ist bei dem, was auf dem Technologiesektor gerade passiert, ist einfach nicht realistisch.
Und das fängt bei mir im Unternehmen an. Das funktioniert auch nicht immer. Ich brauche manchmal für Entscheidungen, von denen ich denke, wenn wir uns da alle einig wären, könnten wir in 2 Stunden einen Riesenweg nach vorne geschafft haben. Sind wir aber nicht. Und das werden wir auch in der Wirtschaft nicht hinbekommen. Wir werden Politik an dieser Stelle als Moderator brauchen. Es geht mir nicht um Regulierung. Ganz im Gegenteil. Regulierung brauchen wir als Hilfestellung, nicht als Gängelung. Ganz im Gegenteil. Wir brauchen aber jemanden, der uns hilft, diesen Prozess tatsächlich wirklich in Gang zu bringen, den zu moderieren und nach vorne zu führen. Und da sehe ich durchaus die Politik, weil mir fällt auch kein besserer mehr ein. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Plattner, auch mit diesen abschließenden Worten. Dazu brauchen wir die Politik, ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt, wenn es um eine Moderation geht und auch um, sagen wir, einen Rahmen, in dem wir uns dann gemeinsam fortbewegen, in dem wir aber auch gemeinsam mitgestalten. Frau Plattner, ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken. Ich freue mich, dass Sie heute Morgen hier waren und ich glaube, Sie haben uns da einige sehr, sehr wichtige und interessante Dinge mitgegeben, die jetzt auch sicherlich zum Nachdenken anregen und vielleicht auch mit in die Diskussion des heutigen Tages führen. Ich darf jetzt ja, Sie noch einladen, herzlich mit dabei zu sein. Und üblicherweise würde man jetzt ja ein kleines Präsent überreichen. Das ist jetzt leider in dieser Form nicht möglich, aber ich gehe davon aus, dass wir uns bald vielleicht auch noch mal persönlich treffen, in welcher Situation auch immer, und dass man den Dank dann noch mal persönlich überbringen kann. Ganz herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne und ich freue mich drauf. Dankeschön. Viel Erfolg heute noch. Danke sehr.